بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, das hat einen Bruder natürlich gebracht, und viele Muslime, subhanallah, trägen sowas und wissen nicht, dass es eine Sihr ist. Wir werden bidnillahi ta'ala in diesem Video zeigen, wie man diese Sihr löst, weil viele Muslime haben sogar Angst, das aufzumachen und das auch zu berühren. Ja, das ist eine Art von Sihr, subhanallah, die leider viele Muslime es trägen. Inshallah, wir zeigen, wie wir in diese Sihr erlösen, bidnillahi ta'ala. Wir machen erstmal auf, wie ihr seht, so in dreieckiger Form. Die haben so geklebt. Bismillah. Und während man dann brennt, werden wir inshallah mit Feuerzeug das brennen auch. Das sind einige Verse aus dem Koran und viele andere falsche Wörter dazwischen, wo man es nicht lesen kann, oder einige Namen von Jins. Das ist natürlich sehr alte Sihr, Allahu alam, sieht es so aus. Schaut, liebe Geschwister. Das sind einige Verse aus dem Koran und einige Suren. Und dazwischen einige Sachen und einige Namen, wo es nicht lesbar ist. Ich versuche das. Ja, und Namen von Jinn und so weiter. Wir werden bidnillahi ta'ala zeigen, wie wir es erlösen. Es ist wichtig, wenn es keine Mittel bei dieser Sache ist, einfach zu verbrennen. Und dabei drei Suren oder drei letzte Suren aus dem Koran rezitieren. Wir werden inshallah praktisch machen, damit ihr auch lernt, bidnillahi ta'ala. Ihr könnt das selber auch machen. Ist nicht schwer. Yani. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. Das hat natürlich lange gebraucht, weil da waren auch einige Sachen noch drauf, Kleber und so weiter. Deswegen war nicht so einfach zu verbrennen. Na, wie ihr seht, liebe Geschwister, viele Muslime, wie gesagt, haben Angst davon, das so zu machen. Aber wie ihr seht, ist Alhamdulillah nichts passiert, sondern dieses Sihr, was gemacht wurde, wurde schon gelöst, bi'idhnillahi ta'ala. Das ist eine Art von Sihr. Und schaut, subhanallah, diese Dinge kann er selber nicht mal selber sich schützen. Wie soll einer Muslim schützen? Allah alam, warum ist das gemacht worden? Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon bewahren. Versucht, wenn ihr sowas habt, so bi'idhnillahi ta'ala zu lösen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, uns davon bewahren. Sakum Allahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.